Ja, das ist es, was uns Kraft gibt, eine Kraftquelle, die uns durchträgt. Ja? Jetzt mal, von Hunden lernen wir Anbetung. Habt ihr das gewusst? Ja? Das steht doch so in der Bibel, Proskenio. Proskenio bedeutet niederwerfen. Kenio bedeutet Küsse. Proskenese heranküssen. Proskinetes Anbetung. Ja? Einfach die griechischen Bedeutungen. Also besorgt euch mal einen Hund und seid mal richtig gut zu ihm. Ja? Wer Hunde hat, ja? Einige von euch haben Hunde. Melinda hat sich jetzt gerade einen angeschafft, den kleinen Sunny. Das ist so ein herzlicher Hund. Und wenn du gut zu dem bist, der liebt dich ohne Ende, oder? Der ist immer froh mit dir. Das ist vielleicht deine Frau oder dein Mann nicht froh mit dir, aber dein Hund ist immer noch froh mit dir. Der liebt dich immer, der wedelt mit dem Schwanz, wenn du morgens kommst. Und er ist immer froh, du kannst ins Haus kommen, er wird immer zu dir gesprungen kommen. Und das, versteht bitte mich richtig, so sollen wir Gott lieben. Ja, wie ein Hund. Ja, ich habe mir immer mal so einen Hund gewünscht, meine Frau will leider keinen. Da kriege ich auch keinen, ja. So ein Berner Sennehund oder so ein Appenzeller Sennehund. So würde ich mir schon gern wünschen, aber die Zeit ist nicht dran und das ist nicht dran für uns. Und dann. Aber am Hund könnt ihr es lernen, ja. Er wird euch anbeten und so sollen wir Gott anbeten, okay? Echte Anbetung ist einfach Gott genießen, ja. Echte Anbetung, Max Lucado sagt, eine göttliche Hoffnung, das Gebet genießen. Verstehen Sie das Gebet weniger als eine Aktivität für Gott, als vielmehr ein Bewusstwerden seiner Gegenwart. Ja, bildlich gesehen auf seinen Schoß klettern und sich von ihm lieben lassen. Gott ist die Liebe und er ist der Ursprung aller Liebe. Und da ist er zuerst mal nur Liebe. Er liebt dich, ja. David sagt, Psalm 25, Vers 1, nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Hast du Verlangen nach Gott? Ist Sehnsucht nach dir in deinem Herzen, nach Gott? Dein Geist, du bestehst aus Geist, Seele und Leib, und dein Geist sehnt sich nach Gott. Und wenn du Gott mit dem Zentrum deines Herzens hast, dann ist ein großes Vakuum in deinem Herzen. Du musst ihn reinlassen, ja? Johannes sagt in Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen in ihr Herz, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Du wirst es nicht durch eine Geburt, du wirst es nicht durch eine Kindtaufe, du wirst es nicht durch eine Kommunion, du wirst es durch eine Herzensentscheidung. Jesus, komm in mein Herz. Und da bist du nicht nur Untermieter, da darfst du regieren. Das ist genau das, was Jesus will. Er will auch nicht nur Fans. Er will auch nicht nur Bewunderer von ihm. Jesus will Nachfolger, die das tun, was er gesagt hat. Gehet und machet zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Glaubt mal zuerst und dann lasst euch taufen. Ja? Und dann lehrt sie alles. Ja? Nicht dann in den Schaukelstuhl gehen und wir wippen, bis wir in den Himmel kommen. Ja? Das ist nicht das, was Jesus uns sagt. Dann lehrt sie alles. Lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Dann steht auch seine Verheißung, ich werde bei euch sein bis an der Weltenende. Okay?